Ja, wir sind in Unterleimbach, wir feiern unter traditionelle Kirchweih. Und wir Altortsburschen wohnen jetzt draußen im Wald und haben einen Kirchweihbaum geholt. Ich bin die Brigitte Bergmann, ich wohne mit meiner Familie hier in Unterleimbach. Und ich finde es wichtig, dass Traditionen im Dorf weitergeführt werden, weil es die Jugend zusammenschweißt, weil Gemeinschaft entsteht und weil man in der Zeitalter des Handys einfach mal persönlich miteinander Kontakt hat und gemeinsam was schafft. Also ich habe mitbekommen, dass unsere Töchter sich dafür begeistern, dass sie im Dorf mit anderen Jugendlichen zusammen was auf die Beine stellen. Sie haben das vermisst in den letzten Jahren, dass einfach nichts los war. Und ein Kumpel hier aus dem Dorf, der hat es ein bisschen in die Hand genommen und hat Leute gesucht, die mitmachen. Und da waren sie gleich dabei und sie haben einfach viel Spaß zusammen das ganze Jahr über. Und wenn dann Kerwa ist, dann ist das ein bisschen ein kleiner Höhepunkt, wo man dann einfach miteinander feiert. Eigentlich ist es schade, dass die Tradition nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Darum sind ja jetzt wir Altortsburschen, wo ja die meisten schon über 35 oder 40 Jahre alt sind, immer noch raus müssen und einen Baum holen müssen. Eigentlich müsste das die Jugend machen. Wenn die Jugend kein Interesse hat, wird man nichts dagegen tun können. Darum sind wir Eltern jetzt eigentlich dabei, dass die Tradition noch weiter aufrechterhalten bleibt. Eigentlich wünsche ich mir von meinem Sohn, dass er nicht ständig nur vom Laptop oder vom Handy sitzt, sondern dass er sich bemüht, diese alten Traditionen auch ein wenig aufrechtzuerhalten.